Und willkommen zurück bei Hearthstone. Ich habe das gerade schon aufgenommen, aber irgendwie hat Battle.net meine Verbindung unterbrochen und das Spiel wurde beendet. Sehr ungünstig. Und zwar, ich habe heute vorgenommen, mit euch zusammen die Arena zu zocken. Ich habe noch Arena noch gar nicht gespielt. Muss man eigentlich Geld für zahlen, soweit ich das gelesen habe. Oder einmal. Ich kann gar nicht sagen, ob man das jetzt abo-mäßig zahlen muss oder nur einmal. Ich weiß es nicht. Wir haben einen Kampf frei, weil was... den ersten Kampf hat man frei. Punkt. Das machen wir natürlich mal ganz dezent. Und jetzt kommen wir auswählen, welche... Ach, okay, er hat es gespeichert. Wunderbar. Sehr schön. Also das hat er gespeichert. Wir konnten jetzt hier... Hier werden zufällig Karten zur Wahl gestellt. Und wir dürfen uns aussuchen, welche wir davon nehmen wollen. Wir haben jetzt hier den irgendeinen Fritzen genommen. Der hat lustige Sachen. Egal. Das zeigen wir gleich. So, jetzt müssen wir unser Deck hier weiter zusammenstellen. Und zwar habe ich bis jetzt die Karten hier. Hat Ansturm, während ihr eine Waffe angelegt habt. Ein feindlicher... Diener fügt benachbarten Dienern einen Schaden zu. Das ist sehr cool. Er hält jedes Mal 1 plus 1 plus 1 plus 1, so rum, also beides Schaden und HP. Wenn ihr eine Karte ausspielt, das ist sehr cool. Also wir können natürlich relativ viel Low-Karten rausballern nachher und dann kriegt ihr jedes Mal 1 plus 1. Das könnte man, glaube ich, ganz gut kombinieren. Gottes Schild ist sehr cool. Der erste Angriff geht ins Leere sozusagen vom Gegner, wenn er den angreift. Und dann haben wir Attentat für einen feindlichen Diener. Das ist immer nützlich. Vor allem, wenn er irgendeinen extrem overpowerten Diener da hat auf dem Feld, dann könnte das uns wirklich nützen. So, jetzt haben wir hier, kostet 1 weniger für den Angriffspunkt, Windzorn und friert einen Charakter ein. Ich würde gerne einmal Windzorn oder... Weil das ist auch ganz cool. Der hat relativ hohen Schaden und gute HP. Nehmen wir. So, fügt dem feindlichen Helden 3 Schaden zu, zieht eine Karte, ist sehr gut und Ansturm. Zieht eine Karte. Das ist immer ganz, ganz gut. Umso mehr Karten, umso besser, umso mehr Wahl. Und umso besser können wir uns auch auf die derzeitige Situation, die gerade bevorsteht, vorbereiten. Lasst einen Feindchen auf die Hand eures Gegners zurückkehren. Fügt einem Feindchen 3 Schaden zu und friert einen Charakter ein. Kostet allerdings relativ viel. Ich würde lieber... Schwierig. Ich nehme mal die. Fügt einen Schaden und zieht eine Karte. Verursacht einen Schaden. Okay, gar nicht so schlecht. Wutanfall und Windzorn. Also, wer verletzt ist, fügt er dieser über eine zusätzliche Fähigkeit und kann zweimal pro Zorn angreifen. Muss allerdings verletzt sein. Und Verstohlenheit. Der Charakter kann nicht angegriffen oder als Ziel gewählt werden, bis er Schaden verursacht. Das mit Spott. Habe ich schon mal gehabt. Also ich habe eine Karte kombiniert. Er hatte hier so eine Karte, ne, mit Verstohlenheit und habe noch Spott draufgehauen. Ging aber nicht. Also man konnte die Karte trotzdem angreifen. Also Spott ist halt, man muss den Gegner angreifen, Verstohlenheit halt, man kann ihn nicht angreifen. Ist allerdings derzeit halt so, dass man trotzdem den angreifen kann und Verstohlenheit praktisch verfällt. Finde ich sehr schade. Wäre ansonsten wirklich ein bisschen, okay, wäre overpowered, ne? Kann uns keiner mehr töten. Sehr geil. So, Wutanfall, Windzorn und Angriff. Ist gar nicht mal so schlecht, ne? Ich würde fast sagen, wir nehmen den. Was haben wir hier Schickes? Lasst einen Diener auf die Hand seines Besitzers zurückkehren. Alle Diener verlieren Gottesschild. Er hält 3 auf jeden Fall um Gott. Okay. Wir haben nicht so viel Gottesschild. Piraten haben wir auch nicht. Nehmen wir die hier mal rein. Die hat auch guten Schaden und gute HP an sich. Verstohlenheit nochmal. Zieht jedes Mal eine Karte, wenn dieser Diener Schaden erleidet. Verursacht einen Schaden. Okay. Ich würde gerne... Nehmen wir mal die mit rein. So, Spott, sehr wichtig. Nehmen wir auf jeden Fall rein. Ansturm ist auch... Der hat einen guten Angriff. Der hat einen guten Angriff, das ist echt super. So, was haben wir noch? Ruft einen beschädigten Golem herbei. Das ist Bullshit. Verursacht 2 Schaden. Kombo verursacht stattdessen 4 Schaden. Nehmen wir den Ansturm. Ich glaube, der ist, könnte uns in den Arsch retten. Eure Diener kosten 3 mehr? Okay, warum sollte man das machen? Okay, der hat einen guten Schaden, aber das lohnt sich jetzt nicht für 3 Diener mehr rauszuballern. Verursacht einen Schaden. Den nehmen wir mit rein. War es der Richtige? Ja, war der Richtige. Er hält jedes Mal plus 1 an, wenn ein Diener stirbt. Das ist gar nicht so schlecht. Stellt 2 Leben wieder her. Der Voodoo ist nicht schlecht, ne? Stellt 2 Leben wieder her. Und Gottes Schild. Nehmen wir den. Fügt dem feindlichen Helden, okay, 3 Schaden, verursacht 3 Schaden, der zufällig auf alle anderen Charaktere aufgeteilt wird. Die Frage ist, ob der auch auf uns selber ausgeteilt wird. Schwierig. Nehmen wir mal, probieren wir es aus. Eure Diener haben plus 1 Angriff, das ist super. Was ist das denn für eine Karte hier? Ach, das ist für unseren Helden, glaube ich, ne? Dann bekommen wir halt mehr Wumms in der Klinge.
Aber ich hätte gern den hier. Damit kann man seine Low-Monster relativ gut pushen. Ansturm auch sehr wichtig. Vernichtet einen feindlichen Diener. Ist auch sehr gut. Lasst deinen Freund Diener auf eure Hand zurückkehren. Der Diener kostet 2 weniger. Ah, okay. Vernichtet einen feindlichen Diener. Und Ansturm. Wir haben relativ... Okay, geht eigentlich. Wir haben einen guten Misch. Also ich gucke mal drauf, dass wir einigermaßen viel Zauberkarten, aber andererseits auch nicht zu wenig Monster haben. Derzeit sieht das noch relativ ausgewogen aus. Ihr seht hier, wir brauchen noch unbedingt ein paar hohe Karten. Deshalb nehmen wir Ansturm mit rein. Eine Einerkarte brauchen wir unbedingt auch noch. Da haben wir auch noch relativ wenig. Verleiht euren Diensten, Dienern bis zu eurem nächsten Zug Verstohlenheit. Das ist gar nicht so schlecht, ne? Verleiht euren Dienern, also alle wahrscheinlich. Zieht eine Karte. Hm. Das ist cool. Die nehmen wir rein. Ach Gott, erhält euer Geheimnis? Okay, Geheimnisse, ne? Die sind so selten. Finde ich sehr schade. Das sind halt so Fallenkarten wie damals für Yu-Gi-Oh! Wir haben noch einige kennen. Verursacht 2 Schaden und jeder Spieler zieht 2 Karten. Nehmen wir den. So, was haben wir denn noch hier Schickes? Ein Irwig. 0. Lasst einen feindlichen Diener auf die Hand eures Gegners zurückkehren. Verleiht einen befreundeten Diener 1-1. Wir nehmen mal eine Nuller. Die kann man immer noch so als Trumpf mit rausspielen. Das ist immer ganz angenehm. Spott ist sehr wichtig. Haben wir viel zu wenig, glaube ich. Nehmen wir auch mit rein. So, Gottesschild. Oh Gott, das ist für euch gerade etwas langweilig, ne? Eure Waffe hat plus 2 Angriff. Zieht eine Karte. Die nehmen wir auch mit rein. Oder Gottesschild ist auch sehr cool. Ich mache das mal ein bisschen schneller, damit ihr hier auch mal ein bisschen was vom Spiel seht, nicht hier nur, wie ich mein Deck zusammenstelle. Es ist halt viel taktisches Gequatsche, was ich da ein bisschen mache. Fügt dem feindlichen Helden 2 Schaden hinzu. Ich würde gerne mal... Verleiht einem Diener plus 2 Angriff, stattdessen plus 4 Angriff mit Combo. Was heißt das mit Combo? Das verstehe ich nicht. Ah, ich weiß es nicht. Wir nehmen die. So, verleiht einen Diener 2 Angriff. Ah. Ich sehe auch immer zu, dass wir diese Verzauberung drauf haben. Also irgendein Zaubermann drauf haben. Nicht wie hier, der blank ist, sondern ich versuche immer so ein bisschen da was rauszuziehen. Verursacht einen Schaden und alle Murlocs haben einen Angriff. Wir haben keine, nicht so viele Murlocs. Ihr seht auch hier, ich gehe mal davon aus, also ich versuche immer so ein bisschen packen, dass das wie eine Pyramide aussieht. Das heißt, dass wir die mittleren Karten relativ viel haben, weil die können später in den letzten Runden auch sehr gut rausballern und einfach das Spiel für sich entscheiden. Stellt 3 Leben wieder her, das ist super. Windzorn kann 2-mal pro Zug angreifen und lass einfach von der Waffe. Ne, wir nehmen die. Und so, was haben wir hier? Stellt 2 Leben her. Verstohlenheit. Verstohlenheit ist auch immer super irgendwie, finde ich. Fügt einem zufälligen, nachdem wir. Das ist cool. Ist das einmalig oder immer? Fügt ein. Da steht. Muss wahrscheinlich immer sein. Weil sonst steht immer da, wird nur bei Auslegen ausgeführt. Nehmen wir mal mit rein. Ist auch relativ günstig, ne? Mit 2 Kristallen. So, jedes Mal, wenn ihr Karte ausspielt, die ist auch super. Nun andere Spieler in der Arena heraus, um zu sehen, wie gut euer Deck wirklich ist. Alles klar, Captain. Machen wir. Wir gehen einmal auf Spielen. Was das heißt, weiß ich nicht. Okay, wir brauchen Siege wahrscheinlich. Das sollte klar sein. Und zocken jetzt mal eine Runde in der Arena. Mal gucken, was das mit sich bringt. Bin mal gespannt. Ich hoffe, Battle.net schmeißt mich nicht wieder raus hier. Das wäre sehr ärgerlich. Und wir haben einen würdigen Gegner gefunden. Oh Gott. Mein erster Arena-Kampf hier. Ich hoffe, ich blamiere uns nicht. Gegen Malfurion. Droide, ach du Kacke. Okay, lass uns mal unser Deck gescheit zusammenstellen. 3. Das sind alles Monster. Das ist gar nicht mal so schlecht. Lassen wir mal so. Und arbeiten darauf hin, dass wir die gescheit nutzen können. So, unsere Anfangsmünze. Dann können wir zum Beispiel verursacht 3 Schaden, der zufällig auf alle anderen Charaktere aufgeteilt wird. Oh Gott. Hoffentlich nicht auf unsere. Die werden ja als erstes mal rausballern, wenn der Gegner da was draußen hat. Dementsprechend machen wir in der ersten Runde nichts und fummeln hier wieder ein bisschen rum. Hallo. Hau mich ruhig. Ist okay. Ich stehe auf Schläge.
So, jetzt brauchen wir eine Zweierkarte. Da haben wir nur die, die wir nicht rauslegen wollten. Obwohl, wir könnten auch einen Dreier raushauen. Und könnten dann verursacht einen Schaden. Zieht jedes Mal eine Karte, wenn dieser Gegner Schaden erleidet. Das werden wir auch mal machen. Wir hauen den einmal raus. Lass die Schmerzen sprechen. Und dann haben wir schon mal einen ganz guten Start, denke ich. Hoffe ich. Mal gucken, wie der Gegner reagiert. Das macht doch immer so ein bisschen das Spiel aus. Man muss sich Runde für Runde neu anpassen, neue Strategien ausdenken. Das macht das Ganze ein bisschen interessanter. So, er grübelt noch mit drei Kristallen. Kann auch nicht so viel anfangen. Ruft einen beschädigten Golem herbei. Ja, mein Irrwisch. Und ich würde sagen, stellt drei Leben. Nee. Und ich... warte mal. Gespannt, ob die auf uns selbst... Nee, der geht echt auf den... Ach, auf alle. Okay, auf alle. Gut. Das wäre nämlich meine Frage jetzt gewesen. Ballern wir den noch mit raus. Ist immer ein Nuller. Und... Mehr Schmerzen. Jetzt? Bitte. In dem auch, verdammt. Gucken wir mal. Also finde ich auch beim Priester, man hat ja in der letzten Folge gesehen, ich spiele Priester, finde ich auch sehr gut, umso mehr Monster man hat, umso mehr kann man die pushen. Und darauf baue ich halt auch meine Strategie auf. Ja, ich verrate jetzt hier meine Strategie, aber ist ja nicht so schlimm. Darauf baue ich meine Strategie auf, ich haue so viel Monster raus wie möglich und push die ganzen dann. Also mit ein, zwei Karten, die zum Beispiel entweder von jenen meinen Dienern die HP und Angriffe verstärken oder gezielt, dass ein Monster gezielt in Form von oder in der Anzahl von meinen Dienern halt gepusht wird. Das läuft auch ganz gut. Also ich fahre mit der Schiene ganz gut derzeit noch. Man kann gut arbeiten damit. Ach, verdammt. Tja, woanders. Ach, er lebt. Nein, ich wollte schon sagen, er lebt noch. Nein, er ist tot. Er ist schon ein bisschen overpowered, würde ich sagen, mit seiner Kacke da. Naja, gut. Daran lassen wir uns nicht stören. Wir haben hier nämlich ein Gottesschild. Was haben wir denn hier bekommen? Verursacht zwei Schaden in Kombo. Ich würde gerne einmal ein Gottesschild rausballern. Wird nicht fallen. Und da können wir eigentlich ganz bequem den angreifen und drei Schaden hinzufügen. Da haben wir schon mal einen starken Gegner auf der Hand. Beziehungsweise auf dem Tisch mittlerweile sogar schon. Oh, jetzt fehlt natürlich noch ein Spottgegner, der ein bisschen von unserem Helden ablenkt. Aber derzeit haben wir noch keinen auf der Hand. Müssen wir auch mal gucken, dass wir hoffentlich die nächsten Runden einen reinkriegen. Weil ich mag das nicht, wenn die uns immer so... Hier, ihr seht schon. Was war das jetzt? Okay. Ruft ein Triant herbei. Gut, warum auch nicht. Sagt einen Schaden. Wie viel hat denn der 14 noch einen? Zieh deine Karte. Das heißt, wir könnten beide rausspielen. Das würde ich eigentlich auch sehr gerne machen. Wir holen erstmal eine Karte rein. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir noch was. Ein Dreier. Alle Diener verlieren Gottschild. Erhält drei für ihn. Okay. Alles klar. Wir nehmen uns auf. Wo sagt einen Schaden? Rechnen wir den einmal weg. Springen jetzt einmal ganz... What the fuck? Ich hab die kaputt gemacht, verdammt. Oh ja, alles klar. Alles klar, Herr Kommissar. Das ist die Frage. Gehen wir jetzt... Ach komm, die krallen wir uns in der nächsten Runde. Wir sehen erstmal zu, dass wir denen seine HP ein bisschen runterschrauben und in der nächsten Runde greifen wir uns dann seine zwei Monster. Okay, was passiert jetzt? Eure Magie wird euch nicht retten. Bringt deinen Diener zum Schweigen. Das heißt, er kann nicht angreifen, oder was? Ach, okay, der hat sein Gottesschild verloren. Das heißt, wir müssen den zuerst geben. Dann noch den Platz. Nicht so schlimm. Unser Held bleibt erstmal verschont. Okay. Oder auch nicht. Ein Angriff, den können wir. Der ist nicht so schlimm. So, jetzt sehen wir mal zu. Wir haben 6 Punkte. Wir haben genug 2- und 3er-Karten auf der Hand. Und da sollten wir jetzt irgendwie was Gescheites mit anrichten können. Stellt 3 Leben wieder her. Jetzt haben wir hier natürlich... wir müssen uns dann einen kaputt machen. Wutanfall und Windzorn. So, mit Wutanfall... Kannst du mal kurz hoch angreifen. Verursacht einen Schaden.
sieht eine Karte. Wird sich gegen euch erheben. Okay, okay, okay. Ich habe eine Idee. Fußball 2 und okay. Okay, ich habe eine Idee. Gebt mir wir setzen einmal Quest. Den rein. Dann haben wir hier unseren 2. Auf Ursache 1 Schaden. Wobei, wartet mal. Lass mich ganz kurz überlegen. Ursache 2 Schaden. Stellt 2 Leben wieder her. Ah, schwierig, ne? Da bräuchte halt 3 Schaden. Wobei, ich sehe gerade, könnten auch einen opfern. Erinnert euch an Keltalas. Komm, Risk drauf an. Auf da. Der ist gepusht, das sieht super aus. Okay, lassen wir ihm die Runde. Okay, mit einem Punkt hätten wir uns jetzt noch heilen können. Aber nicht so schlimm. Ah, okay, 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 super. Er setzt auf 2 Angriffe. Wow. Okay, das ist fett. Da müssen wir gleich mal gucken, wie wir den rausholen. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Wir haben hier auf... zu. Ach, sehr gut, wir haben Spott. Spott ist gut. So, und dann haben wir hier 4. 3 werden uns hinzugefügt. Dann haben wir... okay, fehlt uns einer. Aber wir haben natürlich jetzt hier noch 3 Kristalle über. Und ich würde gerne einmal den verwenden. Dieser Diener wird in der nächsten Runde bereit sein. So, dann haben wir 0. Den können wir angreifen. Killen wir uns. Okay, das bringt's nicht. Da können wir warten, dass er uns angreift. Ja. Aber ich würde jetzt bloß meine Einheit hier, meinen Diener, zerstören. Ich würde den hier lieber in der nächsten Runde zerstören und dadurch dann, ja. Vielleicht alle Diener behalten. Mal gucken. Oh, verleiht euren Charakter 2 Angriffe in diesem Zug. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Warten wir mal ab. Wir haben auch noch 4 Potenzial auf der Hand, was wir gleich noch ausschöpfen können. Und genau da geht's jetzt los. Er verballert seinen Huhn. Das ist aber kein Problem für uns. Genau, greif ruhig mich ruhig an. Ich habe genug HP gerade noch. Lass meinen Diener erstmal in Ruhe. Genau, sehr gut. Weil meinen Diener brauche ich noch. So, ein feindlicher Diener fügt benachbarten Dienern seinen Schaden zu. Okay, jetzt können wir nämlich... was hat der gehabt? Vielleicht einem befreundeten Diener 2 Angriff in diesen Zug. Nehmen wir aber den. So. Ist der nämlich weg? Der ist Pampe. Den können wir den erstmal ganz entspannt killen. Ist der weg? Wir behalten unser 6 Angriff. Und jetzt müssen wir ganz kurz taktisch vorgehen. Das heißt, den können wir heilen. Mit der Karte. Oder wir gucken mal, was wir noch auf der Hand haben. Wir könnten noch 2 Dreierkarten ausspielen. Stellt 3 Leben wieder her. Verursacht 2 Schaden. Mit denen können wir 2 angreifen übrigens. So, ich würde gerne noch eine Low-Level-Karte rausballern. Und selber heilen. Oh yeah. Oh yeah. Genau das ist mein Plan. Fügt einen zufälligen Feind einen Schaden zu, den ballern wir mit raus. Und dann haben wir hier noch Gottesschild, verursacht 2 Schaden, stellt 3 Leben wieder auf. Na ja, komm. Ach, der hat schon angegriffen, verdammt. Okay, kein Problem. Jetzt waren es aber alle. Ah, schade, den können wir erst in der nächsten Runde rausballern. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt genug Karten auf dem Blatt, auf dem Tisch, die genug Schaden verursachen. Und wenn die jetzt noch stehen bleibt... wir gucken mal. Oh, 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 okay. Jetzt wird's riskant. Aber wenn wir die auf dem Blatt behalten, also auf dem Tisch, dann haben wir gewonnen. Wir müssen gucken. Ich weiß nicht, was er jetzt noch in der Hand hat, womit er uns jetzt noch unter Druck setzen möchte. Aber wenn es so aussieht, scheinen wir schon fast gewonnen zu haben. Und ich würde sagen, wir haben gewonnen. So.
Quest angenommen. Zack. Zack. Und zack, wir haben gewonnen. Ja, unser erster Arena-Kampf erfolgreich abgeschlossen. Ich glaube, auch ganz akzeptabel hinbekommen. Und direkt Level up, super. Ein Traum, mein guter Traum. Sehr gut, ja, also das war jetzt die Arena. Mit jedem weiteren Sieg wird euer Belohnungsschlüssel aufgewertet. Okay. Das bringt mir jetzt was? Ich würde sagen, gucken wir uns nochmal in der nächsten Folge an, oder? Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Egal, ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns dann vielleicht in der nächsten Folge. Ciao.